Hallo und willkommen zurück bei Minecraft. Ich muss mir eigentlich mal das anhören, wenn ich so in die Kamera, ins Mikro brüll. Shit, ob das überhaupt nicht übersteuert oder wie sich das anhört. Egal. Wir waren dabei, das mal zu testen und ich ahne Schlimmes. So. Bevor ich jetzt weiterbaue, muss es diesen Test bestehen. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Könnten wir das zum Vorteil nutzen? Vielleicht. Okay, ob es überhaupt gut aussieht, probieren wir auch mal. Oh, scheiße. Jetzt habe ich noch eine andere Idee. Noch eine andere Idee. Oh. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm mit mir. Aber gut, die könnten wir eigentlich easy... wegmachen. Ja, ich muss aber mehrere Platten bauen. Ja, damit, das soll ja auch den Boden simulieren. Ne? Die muss ich alle nachher wieder wegmachen. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich will es ja auch authentisch sehen, ja? Wobei, wir könnten es teilweise so machen, ne? Dass es nur an manchen so ist und bei manchen halt nicht. Das könnte man machen. Ich hätte mir vielleicht was Kleineres nehmen sollen. So, jetzt muss ich natürlich da hochkommen. Dann gehen wir mal hier hoch. Kloppen hier noch einen dran. Hauen das Dach dran. Ups. Das verleiht dem Haus natürlich nochmal eine höhere Höhe. Ich ziehe es mal gerade hier weiter. Das hat schon was, ne? Das hat schon was. So, meine Idee, die ich jetzt eben dann noch hatte, wäre, wenn wir die Außenpfosten Shit, das kriege ich jetzt natürlich so jetzt nicht hin. Nicht so machen, sondern so. Und dementsprechend käme hier auch noch einer hin. Das wird dann alles natürlich ein kleiner. Sähe dann so aus. Das hat doch was, oder? Das würde aber bedeuten, also ich persönlich finde, das sieht so viel geiler aus. Weil dann ist es, also ich, im Vergleich... Wir nehmen die Seite hier zum Vergleich, weil die Seite sieht auch nicht schlecht aus. Gehen wir hier aus dem Weg. Da
Das hat sogar den Vorteil, dass die Fackel symmetrisch sitzt. Was sie hier nicht ist. Wobei, ich würde es wahrscheinlich so machen, dass sie dann jeweils hier an die Fenster kommt und nicht an die dunklen, weil hier kommt ja dann theoretisch auch noch ein dunkler Strang hin. Also ich bin ganz ehrlich, ne? Wenn ich mir den hier angucke, dann fehlt mir da was. Mir fehlt was. Es ist nicht schlecht, aber mir fehlt da was. Wenn ich mir den angucke, da muss ich ehrlicherweise sagen, das feiere ich. Das gefällt mir. Sehr gut. Wie sähe das jetzt aus, wenn der hier auch noch wäre? Wäre das too much? Naja, ich würde sagen, das geht. Das größte Problem ist aber, also wir müssten alles, also erstmal müssten wir alles abbauen. Alles. Es passt uns nicht mit der Höhe. Die Pfeiler könnten wir stehen lassen. Diese Spinnen, ne? Ich frage mich auch immer, wie die bei mir ins Haus kommen. Ob die durch die Toilette kommen, wo die durchkommen. Alles ist zu abgeschottet. Nirgendwo ist ein Weg rein. Aber die Spinnen kommen trotzdem rein. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber sie machen es irgendwie. Ich habe ja das Gefühl, dass Fliegen und Spinnen tatsächlich spawnen wie im Spiel. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Also es gibt auch bestimmt manche Insekten, die entstehen einfach, die aus dem Nichts, ja, das ist so Quantenmechanik, ne? Die Quantenmechanik erlaubt ja, dass Dinge aus dem Nichts entstehen können. Und ich glaube, Fliegen zählen darunter. Also, das ist manchmal so kurios, weißt du, alles zu, Fliegengitter überall, alles komplett dicht. Also ich habe jetzt leider keine Fliegengitter, aber zum Beispiel auf der Arbeit, ne, alles komplett dicht, nichts drin, keine Tür, alles, also wirklich luftdicht teilweise, ja, kein Weg hinein. Aber Spinnen und Fliegen. Aber auch was für Kravenzmänner teilweise, ne? Riesendinger. Die einzige Möglichkeit ist da rein, mit mir gleichzeitig rein. Aber wenn so ein riesen Oschi mit dir da reingeht, also das würdest du ja merken. Riesendinger also teilweise. Unglaublich, die spawnen da drin. Ich sag's dir, die spawnen da drin. Aber jetzt müssen wir hier zurückkommen. Ich hab halt ein riesen Problem jetzt. Ich will das eigentlich so haben. Ein Problem haben wir. Es wäre ganz einfach zu lösen eigentlich, ne? Wenn wir diese Holzstämme in solchen Plattenbretter machen könnten. In real ist das kein Problem. Wir sägen die einfach klein. Wieso haben wir eigentlich letztes Mal Bretter nicht hier gemacht? Mal so eine Frage. Hä, wie funktioniert? Ach, das ist eine Steinsäge. Bin ja auch doof. Ausrüstung aufwerten. Ach so, das hat Jo gemeint, ne? Warte, wir probieren das mal aus. Probieren das mal aus. Ich tue hier mal eine Steinschaufel aus. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Und so? Nee, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier die Steinschaufel reinmache und da eine Eisenschaufel rein? Okay, was ist denn umgekehrt?
Das funktioniert auch nicht. Doch wie funktioniert das? Weißt du, was wir mal machen? Ich crafte mal noch ein Eisenschwert. Eisenschwert zu Eisenschwert. Jetzt nehmen wir das Aufwerteding, nehmen das Eisenschwert und tun da auch nicht. Vielleicht. So. Auch nicht. Nee. Ich verstehe nicht. Ich hab keine Ahnung. Gut. Kompass, wobei Kompass lassen wir mal im Inventar, aber wir lassen den hier. So wichtig ist er dann ja doch nicht. Weil er nur zum Spawn führt. Aber im Spawn könnte man natürlich ein Pfeil-Dings machen, so wie ich es erwähnt habe. Okay, aber die Lösung, die ich für die Teile, für diese Dinger hier habe. Das sähe bei allen vielleicht nicht gut aus. Aber im Prinzip könnte man das jetzt so machen, ne? Dann kloppen wir hier den Klopper hin. Weil der muss halt da drauf, ne? Wir können es ja, wenn ich den jetzt hier hinmache, geht nicht, der fliegt. Hat vielleicht auch bei manchen Dingen Vorteile, ne? Aber damit das da nicht so kacke aussieht, könnten wir an manchen Stellen so eine Erhebung bauen, wie wir sie jetzt gerade hier haben. Dass wir dann einfach eine Erhebung haben, wo man das dann halt nicht sieht. Oder eine andere Lösung, muss ich doch nochmal runterlaufen. Was mache ich denn? Achso. Jetzt habe ich nicht genug Material von der Birke. Er gibt es doch nicht. Aber ich kann schlafen. Brennen! Ja, brennen! Kommt hier vielleicht Rüstung rein? Aber da steht Ausrüstung, nicht Rüstung. Ah, Creeper, ich hab dich gesehen. Ja. Boah, wenn ich das Brot sehe, kriege ich irgendwie Bock auf Brot, obwohl ich eigentlich nicht so der Brotfreund bin. Aber wann habt ihr das letzte Mal so einen richtigen Laib Brot gegessen oder sowas? Ich weiß noch, früher war das normal, dass du so ein ganzes Laib Brot gekauft hast und hast das dann selber geschnitten. Aber sowas gibt's doch heute kaum noch, oder? Jo, was geht? Alter, warum lebst du so lang? Alter, du stöhnst. Birke, 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 gib mir meine Birke. Ich habe gelernt, Birkenrinde ist gut, um Feuer anzuzünden. Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Seven vs. Wild hat den Bildungsauftrag erfüllt. Wer es nicht kennt, auf jeden Fall abchecken bei Fritz Meinecke. Aber ich glaube, das kennt doch jeder, oder? Wobei, ich habe schon ein paar Rabauken gesehen, die es nicht kennen. So ein Jo hat auch dazu gehört, aber der hat es ja dann doch geguckt. Aber Jo ist generell komisch, ja? Weißt du, der guckt kein Star Wars. Ich weiß nicht, ob der stur ist oder sowas. Aber das Star Wars ist doch mal das beste Franchise, was es gibt. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wie viele Stacks fahren wir denn jetzt? 100 Milliarden. Dann hätten wir auf jeden Fall ausgesorgt. Aber so viel kann ich nicht tragen.
Bis die Eisenspitzhacke kaputt ist, auch doof. Weil Eisen ist noch Mangelware, ne? Ich habe zwar 40 Eisenbarren, aber hey, 40 Eisenbarren sind auch sehr schnell weg. Ja, gefühlt einmal Rüstung bauen, sind die weg. Aber wir können auch wesentlich viel mehr hacken, ne? Ich habe ja das Gefühl, dass sehr viele Bäume nachwachsen. Was heißt das Gefühl? Ich hoffe es. Aber da müssten ja mehr als ein Setzling machen. Und jeder Setzling sollte doch einen neuen Baum pflanzen, oder? Einen will ich auch selber pflanzen. Vielleicht auch noch mehr. Kommt drauf an, wie viele Setzlinge ich kriege. Eigentlich will ich den letzten nicht weggeben, weil nachher ist da wieder ein Holz drin, kein Setzling, da muss ich wieder Inventar öffnen. Ihr kennt das Spiel, ne? Voll umständlich. Aber so sehe ich natürlich auch, ne, wenn man positiv denkt, wenn ein Stack voll ist, ne? Okay, Problem gelöst, ein neuer Setzling ist gekommen. Klopp den Baum. Jetzt habe ich doch geguckt. Oh, wir machen ein paar Bäume noch. Bloß keine Blätter wegmachen. Verschwendung ist das. Ganz große Verschwendung. Jetzt weiß ich sogar gar nicht, ob ich eben irgendwas angefangen habe zu erzählen, dann das Thema gewechselt habe, weil mir so oft das passiert, dass mir was anderes in den Sinn kommt, was ich dann zuerst erzählen will und dann aber vergessen habe, dass ich vorher was erzählen wollte und das gar nicht zu Ende erzählt habe und dann alle so wissen wollen, jetzt erzähl das doch mal erstmal zu Ende. Mache ich da nicht. Und am Ende dann sagen, jetzt erzähl doch das andere. Das wollte ich jetzt wissen. Und dann habe ich aber vergessen, dass ich das erzählen wollte und kann es dann nicht erzählen. Und dann kommt ein Jo und schreibt in die Kommentare, ey, du wolltest doch was erzählen, das hast du nicht erzählt, ey, jetzt erzähl das doch mal. Und dann, ja. Ist das so. Ob wir auch einen riesen Birkenbaum bauen können. Wir sparen das mal. Wir sparen mal Birke und testen das. So, wir brauchen 4 Setzlinge. Haben wir. 5 haben wir. 7. Alter, 8. Okay, jetzt werden wir doch mal ein paar einzelne noch platzieren. Oh, so viele dann doch nicht. Jetzt muss ich noch einen sammeln. So, okay, hier sind tatsächlich noch ein paar. Und wir werden das jetzt mal probieren, indem wir hier einen 4er platzieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Mit Birke. Würde ich feiern. Alles gut, Andy. Alles gut. Mich nicht erschrocken, aber mein Gesichtsausdruck hat Wände gesprochen. Den man leider nicht sehen kann. Shadowplay ist schuld. Ihr könnt jetzt alle Shadowplay blamen. Also Nvidia. Das ärgert mich schon ein bisschen, ne? Ich habe mal überlegt, was vielleicht eine Lösung wäre. Wenn ich es theoretisch streamen würde. Das Problem ist, wenn ich streamen würde, könntet ihr es ja sehen. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel auf YouTube streamen würde, dann wäre es auf YouTube
Also dann könnte ich mit OBS streamen, mit Cam und allem. Dann wäre es da. Aber dann könntet ihr natürlich direkt den Stream sehen. Das wäre ja auch doof. Und ich weiß nicht, ob man privat streamen kann. Ich glaube nicht. Ah, das ist halt alles so unschön, ne? Und ich meine, wenn ich sowieso rendern muss, dann würde ich auch ganz andere Programme nutzen. Dann würde ich Audacity fürs Mikro nehmen, für die Cam. Würde ich tatsächlich den Movie Maker von Microsoft nehmen, weil der kann das nämlich, also was er kann, ist Kamera gut aufnehmen. Das will ich nicht. Ich will bei Shadowplay bleiben. So. Was mache ich denn hier? Ja, Müll. Ach so. Ich wollte ja noch was zeigen. Wir machen lieber mal zur Sicherheit ein paar mehr. Man weiß ja nie. So, da habe ich mir überlegt. Na, wir hatten hier das Problem mit dem Dings. Und so sieht es natürlich kacke aus, ne? Ach cool, dass wir auch mal einzelne wegmachen können, anstatt alle. So, wenn wir hier dann so Treppen machen würden. So sieht es natürlich wieder ein bisschen cooler aus, ne? Aber wahrscheinlich wird es dann eher so aussehen. Je nachdem, ne? Dass wir dann halt... im Prinzip können wir da jetzt einen ganzen Block hinstellen. Aber jetzt bräuchten wir auch gar keine Treppe mehr. Verdammt. Ja, also im Prinzip hätten wir dann so Plattformen, ne? Wo wir dann drauf bauen. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwo arbeiten, gehen wir so eine Treppe hoch und so, hätten einen Bereich. Oh, ich weiß nicht. Ich finde es so cool mit diesem Rahmen. Aber wenn wir es natürlich so machen, dann haben wir diesen Rahmen auch nicht. Aber wir müssen ja auch gar nicht an der Wand bauen. Ne? Theoretisch. Wenn wir so einen ganzen hätten, dann finde ich, ist zu krass. Das ist zu viel. Also einen halben. Nur einen halben funktioniert, ne? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel dann ungefähr ein Slot freilassen. Aber was ist, wenn wir den jetzt in den Boden machen? So. Ist auch eine Möglichkeit. Aber wegen den Texturen sieht das dann vielleicht nicht so gut bei allen aus, ne? Nee, der muss weiter in der Mitte sein dann. So, dass wir hier auf jeden Fall noch einen Weg hätten und dann hier irgendwie so eine kleine Erhöhung, wo das dann ist. Aber Leute, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob es das wert ist, das gesamte Haus nochmal abzureißen. Das Problem ist, wir haben noch eine Folge, sonst hätte ich gesagt, okay, ihr entscheidet nach dieser Folge. Das ist, aber wir haben noch eine Folge. Und jetzt könnten wir natürlich die Zeit nutzen. Dann hätte ich jetzt die Folge beendet und, ja, was heißt jetzt? Dann hätte ich jetzt noch, wäre noch in die Mine gegangen, hätte Sachen geholt und ihr hättet entschieden. Ich meine, das kann ich auch nächste Folge dann noch machen, ne, dass ich in die Mine gehe. Gibt es dann vielleicht eine andere Alternative? Vielleicht gehe ich auch die Sache falsch an. Vielleicht soll ich auch gar nicht von hier oben, sondern von unten gucken.
Aber dann machen wir mal, wenn Tag ist. Vielleicht gehe ich die Sache von der falschen Perspektive an. Kriegen wir das vielleicht hin, das so zu bauen, dass wir wieder auf der normalen Ebene sind? Lass uns das mal testen. Aber nicht bei der Basis, sondern nicht bei der Basis. Wir machen es bei der Basis, okay. Wir machen es bei der Basis. Um genau zu sein, machen wir es hier. Ne, wobei wir können es nicht bei der Basis machen. Wir machen es nicht bei der Basis. Denn das wird zu viel. Da muss ich mehr abbauen, als mir lieb ist. Okay. Wir bauen uns hier ein Testhäuschen hin. So, wir haben ja dann hier. So, mehr nicht. Sondern hätten wir jetzt hier drauf den Eingang. So weit, so gut. Und oben haben wir es jetzt so. Und damit wir die haben, dann machen wir jetzt das. So, was ist, wenn ich jetzt... Nee, ich glaube, das geht prinzipiell schon gar nicht. Nee, ich habe überlegt, was ist denn, wenn das 3 groß ist? Aber das Problem ist, ich müsste immer die untere nehmen. Immer die untere. Und da werde ich nie drauf bauen können, wenn ich immer die untere nehme. Nächster Versuch. Ich meine, ihr wisst schon, was ich vorhabe, zumindest was ich versuchen will. Ich brauch einen Magneten an mir, der das alles einsaugt. Nächster Versuch. Wir haben ja jetzt hier dieses Spezial entrindeter Dinger, ne? Funktioniert nicht. Verdammt. Mit dem muss man doch auch irgendwas machen können. Gibt es denn Rezepte mit entrindetem Ding? Das ist halt die Frage. Auf jeden Fall keine Stufen, das ist schade. Das ist so ärgerlich, ich sag's dir ganz ehrlich.
Dass wir nicht einfach auch die halbieren können, das ist ärgerlich. Weißt du, in dem Prinzip musst du ja nur einmal halb durchsägen, ne? Ich weiß nicht, wo das Problem ist. So ärgerlich. Aber so ist das halt, ne? Das Leben ist hart, aber es geht vorbei. Ah, Leute, ich weiß es nicht. Aber jetzt jedes Mal, wenn ich hier so eine Wand sehe, wo unten nicht dieser Streifen ist, dann ärgert mich, dass das unten nicht dieser Streifen ist. Aber es wird sich so nicht lohnen. So überhaupt nicht. Aber es wäre was anderes. Gut, weil ich überhaupt keine anderen Minecraft-Let's Player bzw. Videos gucke, weiß ich natürlich nicht, ob das eine Innovation ist, so zu bauen, ne? Aber für mich ist es eine Innovation. Ich habe so noch nie gebaut. Aber wenn ich das ganze Haus jetzt wegreiße, um das so zu machen. Ich meine, das würde natürlich die Produktionsteile und alles auf ein anderes Niveau bringen, ne? Aber ich stelle mir das dann so für Deko schwer vor. Wenn ich Deko-Elemente reinbringen will. Ich weiß gar nicht, kann man über, ja, so Tische oder so, ne? Weil da müssten wir sogar den Tisch anheben. Wie war nochmal ein Tisch? Tisch war, glaube ich, ein Zaun, ne? Haben wir irgendwo mal einen Zaun gecraftet? Wie geht ein Zaun? Also wir brauchen, glaube ich, eine Druckplatte. Wie macht man's? Ein Zaun? Warte, dann müssen wir hier Zaun. Ach, sieh an, das ist aber ein Zauntor, ne? Ach, sieh an. Kann man da eine Druckplatte drauf machen? Auch nicht. Ja, der fliegt. Wobei, da könnte man vielleicht nach unten gehen oder sowas. Also so eine kleine Absenkung reinnehmen. Also es müsste auf jeden Fall irgendwo eine Absenkung geben, einen Aufgang. Das Problem ist, wenn wir mit Absenkungen arbeiten, ne? Wobei, gehen wir nächste Folge an, was das Problem bei den Absenkungen ist. Also bis dann. Ciao!